der Kathedrale an diesem denkwürdigen 8. Juni 1867 der Kaiser von Österreich und die überirdisch schöne Elisabeth König und Königin von Ungarn werden. Haben Sie die einmalige Gelegenheit, ein wertvolles Erinnerungsstück zu erwerben? Alles sehr billig. Bitte treten Sie näher. Wie wär's mit diesem Bild? Elisabeth als Mutter mit Rudolf, ihrem Sohn, hä? Oder hier, ist das nicht nett? Die Kaisers feiern Weihnacht im festlichen Salon. Auf diesem Glas sehen Sie das Hohepaar in Liebe zugeneigt. Prost, einen Teller hab ich auch, der Elisabeth beim Beten in der Hofkapelle zeigt. Nehmt ein hübsches Souvenir mit aus der kaiserlichen Welt. Alles innig, lieb und sinnig, so wie es euch gefällt. Kiss! Hey! Kiss! Verzieht nicht das Gesicht, tut bloß nicht so, als wärt ihr an der Wahrheit interessiert. Die Wahrheit ist geschenkt, aber keiner will sie haben, weil sie doch nur deprimiert. Elisabeth ist in, man spricht von ihr seit über 100 Jahren. Doch wer sie wirklich war, das werdet ihr aus keinem Buch und keinem Film erfahren. Was ließ sie die Vergötzung, was ließ ihr noch der Neid? Was blieb von ihrem Leben als Bodensatz der Zeit? Euch was verraten, eure Sissi war in Wirklichkeit ein mieser Egoist. Sie kämpft um den Sohn, um Sophie zu beweisen, dass sie die Stärkere ist. Doch dann schob sie ihn ab, ihr kam darauf an, sich zu befreien. Sie lebte von der Monarchie und richtete sich in der Schweiz ein Nummernkonto ein. Man hört nur, was man hören will, und bleibt noch etwas Zeit von Schönheit und von Scheiße, von Traum und Wirklichkeit. Nur Kitsch! 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 Die Messe ist vorbei. Sie kommen! Ungarns Elend ist zu Ende. Ehen, Ehen, Erschebet. Siebesfang die Widerstände. Ehen, Ehen, Erschebet. Ungarns Elend ist zu Ende. Mit allem, was uns trennte, Ehen, Ehen, Erzsébet, Erzsébet, Ungarn,
Feste, ein Triumph. Mein Triumph. Gleich ein Fest. Mein Fest. Ich hab die Feinde überwunden. So endest du den Lauf, der fällt in meinem Sinn. So eng sind wir verbunden. Ich tue sich für die Welt. Nicht für die Welt. Nur für mich. Für mich. Jetzt hab ich meinen Weg gefunden. Sie haben über dich gelacht. Doch jetzt hast du dich durchgesetzt. Und sie besiegt. Sie hielten mich an, drehten fest. Als Puppe, die man tanzen lässt. Doch ich werd keine Marionette sein. Wenn ich tanzen will, dann tanz ich so, wie's mir. Ich allein bestimm die Stunde, ich allein will die Musik. Wenn ich tanzen will, dann tanze ich auf meine ganz besondere Art. Am Rand des Abgrunds oder nur in deinem Blick. Schwarze Möwe fliegt, ich allein. Dich durch Nacht und Sturm begleiten. Ich will nicht mehr begleitet sein, auch nicht von dir. Ich lass mich nicht leiten. Frei bist du nur durch mich, nur für mich. Für mich. Denn du sollst mir den Weg bereiten. Ich geh jetzt meinen eigenen Weg. Ich habe mich getrennt von dir. Lass mich in Ruhe. Du hast dich in mich verliebt, weil's Freiheit ohne mich nicht gibt und keine. Dich verstehen kann außer mir. Wenn ich tanzen will, dann tanz ich so, wie's mir gefällt. Ich allein bestimm die Stunde, ich allein will die Musik. Wenn ich tanzen will, dann tanze ich auf meine ganz besondere Art. Am Rand des Abgrunds oder nur in dein. Ich bin stark genug allein. Stark warst du nur, solange du noch geglaubt hast, schwach zu sein. Ich ruf dich du nicht. Du wirst mich rufen. Ich such dich nicht. Du wirst mich suchen. Bald wird es dir verhaftet sein. Wenn ich tanzen will, dann tanz ich so, wie es mir gefällt. Ich allein bestimm die Stunde. Ich allein will die Musik. Wenn ich tanzen will, dann tanze ich auf meine ganz besondere Art am Rand des Abgrunds oder nur in deinem Blick. Wann ich tanzen will und mit wem ich tanzen will, bestimmt nur ich allein. Wenn du mich brauchst,
bleib dir nah. Che bambino stupido, eh? Man kann von einer Kaiserin nicht verlangen, dass sie sich um Kinderkram kümmert. Sie hat Pflichten, muss zu den Armen und Kranken. Am liebsten besucht sie die Armen und Kranken im Irrenhaus. Majestät, es freut uns sehr. Welche Ehre. Ich möchte die Patienten sehen. Was maß die Frau sich an? Das ist doch nicht die Kaiserin. Wie kann sie sich nur unterstehen? Sie ist verrückt! Elisabeth bin ich! Lass sie sie los. Ich möchte mit dir sprechen. Sieh mich an. Kennst du nicht? Die Kaiserin Elisabeth. Verschämte Lügnerin, Betrügerin! Auf die Knie mit dir, bringt sie in ein Irrenhaus, schafft sie hinaus! Ich befehle! Ich wäre wirklich du, in der Zwangsjacke statt im Korsett. Dir schnüren sie nur den Körper ein, mir fesselt man die Seele. Ich habe gekämpft und mir alles ertrotzt. Und was habe ich erreicht? Nichts, nichts, gar nichts. Denn die einzige wäre der Wahnsinn, und die einzige Rettung wäre der Sturz. Es lockt mich der Abgrund. Ich möchte mich fallen lassen. Warum schaudert mir vor dem Sprung? Nicht verdammt dazu, Elisabeth zu sein, dann wäre ich Titania und würde lächeln, wenn man sagt, sie ist verrückt. Ich stehe auf dem Seil und die Angst macht mich krank. Denn schau ich nach unten, sehe ich nichts, nichts, gar nichts. Ich taste mich weiter mit suchendem Schritt. Ich
ich tue, als wäre dieses Leben mehr als Täuschung. Irrtum, Betrug, es wäre nichts, nichts. Ansonsten geht's ihr gut, der Kaiser hört auf ihren Rat. Er setzt im Spiel der Macht die Dame vor den Turm. Die Schwiegermutter hält den Spielverlauf für desolat und sammelt ihre treue Schar zum letzten Sturm. Zerstört. Franz Josef hört nicht mehr auf mich. Elisabeth wird stärker als ich. Die Frage heißt wir oder sie. Die Lage ist ernst, wie noch nie. Es muss was geschehen, und zwar gleich. Sonst wird die Kaiserin zu einflussreich. Es ist unerträglich, wie sie die Ungarn protegiert. Ein Aufrührer ist zum Staatsminister avanciert. Sie kennt liberale und nicht verbotene Literatur. Wo soll das noch hinführen? Sie herrscht wie eine Pompadour. Ihr Einfluss hier gefährdet die Geschäfte an der Börse. Statt Goethe und Schiller rezitiert sie eine Verse. Und zwar gleich. Die Kaiserin so einflussreich. Ich kann ja den Kaiser verstehen. So. Nun ja, als Mann. Oh. Sie ist eben wirklich schön. Schön. Sind auch andere. Oh, ich versteh. Ist das ein Plan? Eine Idee. Feuer muss man mit Feuer bekämpfen. Und eine Frau mit einer Frau. Man muss den Kaiser von der Hörigkeit befreien. Er müsste erfahren, dass es nicht nur die eine gibt. Es ist an der Zeit, dass er mal eine andere liebt. Man müsste für ihn was ganz Intimes arrangieren. Ich selbst übernehme es, ihm eine Zerze zuzuführen. Vom moralischen Standpunkt muss ich heftig gegen diesen Vorschlag protestieren. Aber vom Politischen halte ich ihn für ausgezeichnet. Ja. Die Frage heißt: Wir oder Sie? Es geht um die Monarchie. Es muss was geschehen, und zwar gleich. Sonst wird die Kaiserin so einflussreich. Diskret, Grüne, diskret. Keine Sorge, Majestät. Ich werde die Dame höchstpersönlich auswählen. Im Salon der Madame Wolf. Wir oder Sie. Es geht um die Monarchie. Es muss was geschehen. Thank you.
Jedermann von Adel schwärmt für die Kultur. Er mag es wahr und gut und schön. Es hebt und es verzaubert die männliche Natur, in Wien am Abend auszugehen. Zum Glück gibt es genügend Theater in der Stadt und ist dort gerade nicht Saison. Und hat man auch die Mädels vom Hofballett schon satt, dann geht man in Frau Wolfs Salon. Vedenti coglioni, eh? Cazzo di merda! Kein Genieren, warum sich zieren in diesem Etablissement? Raus mit den Kröten und nicht erröten, wir sorgen fürs Amüsement. In Frau Wolfs Salon sagt man nie Pardon, wenn der Drang sie übermannt. Werden sie hier fulminant? Entspannt! So viele nette Damen in einem netten Rahmen. Hier finden sie, wovon man träumen kann. Marie ist dumm und drollig, Helene ist rund und mollig, Tatjana fängt im Bett zu fluchen an. Für Herren, die gerne schmusen, Grit mit dem weichen Busen, und hier Madeleine empfehle ich jedem Mann. Den die Gefahr noch fasziniert, die Kleine hat sich infiziert. Werden Sie hier fulminant, entspannt. Nicht jeder kann persönlich, es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Vertrauter seinen Herrn vertritt. Statt selbst hier abzusteigen, lässt er sich alle zeigen und nimmt für seinen Herrn die Schönste mit. Der hier kommt von ganz oben und ist sehr zu loben. Er trifft die Wahl mit einem Blick. Die Kleine wirkt so fiebrig heiß, aus einem Grund, den er nicht weiß. Entspannt. Manchmal ist das Resultat frappant. Hilfe! Ein Arzt! Ihre Majestät, die Kaiserin, sie ist gestürzt! Holen Sie Dr. Seeburger erst bei der Erzherzogin und Sie helfen mir, die Kaiserin hinzulegen. Gott sei Dank, sie ist wieder bei sich. Haben Sie Schmerzen, Majestät? Nein, es geht schon wieder. Da kommt der Arzt. Was ist geschehen? Sie lag da unter den Ringen, ohnmächtig. Es muss ihr schwindelig geworden sein. Kein Wunder, sie ist ja nichts. Lassen Sie uns allein. Der Puls. Es geht schon besser. Die Stirn ist heiß. Es fehlt mir nichts. Der Lider. Beinahe weiß, wenn ich mich nicht irre und ich irre,
nie. Ist dies die gewisse Maladie? Eine Infektion, Majestät. Nicht lebensgefährlich, aber unangenehm. Das, was man eine französische Krankheit nennt. Das ist infam, was fällt Ihnen ein? Was Sie da sagen, ist ganz unmöglich. Unmöglich? Warum? Auch Kaiser sind schwach. Mein Mann ist mir treu. Das ist ein Irrtum. Gott, das stimmt. Hat mich mein Mann tief in den Schmutz gezogen. Das allerdings. Ich werde ihn hassen, werde ihn für immer verlassen. Noch besser, ich brenne ihn um. Tu es! Elisabeth, ich freue mich auf dich. Du! Vielleicht die letzte Chance, ergreif sie, flieh mit mir. Komm, tanz mit mir, den letzten Tanz, lass alles hinter dir. Nein, ich bin wahr, mein Mann hat mir in Wahrheit einen Gefallen getan. Wo seine Moral zu Ende ist, fängt meine Freiheit an. Was mich nicht umbringt, macht mich stark. Ich werde es allen beweisen. Seine Schuld gibt mir das Recht, die Kette zu zerreißen. Geh! Mama, ich bin außer mir. Sie haben mich brüskiert. Wieder haben Sie Ihr Spiel der Bosheit inszeniert. Bitte mir diesen Ton. Wollen Sie denn meine Ehe gänzlich ruinieren? Lachhaft. Hören Sie auf mit den Intrigen. Intrigen? Nein, ruiniert wirst du von ihr. Du hast dich abgewandt von mir. Am Nasenring führt sie dich vor. Weil sie mir Rache schwor. Es ist schandbar. Ist es wahr? Jawohl, ich kämpfe gegen sie. Und mich. Denn es geht um die Monarchie. Nein, um sie. Für diese Frau bist du ein Schaf. Seitdem ich andere traf, lieb ich sie noch mehr. Eine Kaiserin muss glänzen im Bewusstsein ihrer Pflichten. Muss die Dynastie ergänzen und verzichten. Werden sie uns entzweien. Entzweien. Mein Gott. Es geht um Wichtigeres. Ich bin gewohnt, auf sie zu hören. Doch lass ich nicht mein Glück zerstören. Ich halt zu ihr, was immer sie auch tut. Undankbarer Sohn, mir allein verdankst du Krone, Macht und Thron. Hart zu sein und streng war nicht leicht für mich. Ich hab mich gezwungen, stark zu sein. Für dich, wer die Pflicht vergisst, muss zugrunde gehen. Erst wenn es zu spät ist, wirst du es verstehen. Thank you.
Mäuschen ist bei dich. Die Kaiserin ist nicht gesund. Sie will nach Madeira. Das ist dem Kaiser viel zu weit. Das wird sie nicht halten. Darum will sie ja dorthin. Nur mein armer Engel, ich hoffe, du leidest nicht zu sehr. Ich zähle die Tage bis zu deiner Wiederkehr. Kommt sie zur Ruhe, hält es von Ort zu Ort. Kaum sind wir wo angekommen, geht sie schon wieder fort. Heute auf steilen Pfaden, morgen zurück ans Meer. Atemlos mit wunden Füßen keucheln wir hinterher. Und schwimmen sie auf den Seilen, was hat sie vor? Wohin will sie nun ziehen? Wie geht es Madeira? Wie zieht sie noch? Wann kommt sie mal an Spieglein, Spieglein in der Hand, 10 Jahre ist sie jetzt rumgerannt. Da wird man doch mal fragen dürfen, ist sie immer noch jung, oder? Was ist da miteinander? Ein graues Haar, Kiskotschatou. Seit Mama tot ist, mein Engel fehlt zu mir noch viel mehr. Schreibt Rudolf 40, 28 und er sekiert mich sehr. Wie kommt sie zu uns? Was hat sie vor? Wohin will sie nun ziehen? Wie geht es ihr? Wen sieht sie noch? Wann kommt sie mal nach Wien? 18 Jahre läuft sie schon, panisch der Angst vor dem Nichts davon. Da wird man doch mal fragen dürfen, ist sie immer noch schön, oder? Schweigen zu durchbrechen, du kennst mich, ja, du kennst mich. Weißt du noch, du warst ein Knabe, als ich dir versprochen habe, dass ich dir immer nah bleib. Ich hab dich nie vergessen, meinen Freund, nach dem ich rufe, wenn mich meine Ängste fressen. Ich komm, weil du mich brauchst. Die Schatten werden länger und noch bleiben alle blind und stumm. Zum Klang der Rattenfänger tanzt man wild um. Goldene Kalb herum, die Schatten werden länger. Das ist 5 vor 12, die Zeit ist beinahe um. Zeit, den Riss der Welt zu sehen, könnte ich nur das Steuer drehen. Doch ich muss daneben stehen, man bindet mir die Hände. Nichts ist schlimmer, als zu wissen, wie das Unheil sich entwickelt und in Ohnmacht zu sehen müssen. Es macht mich völlig krank. Die Schatten werden länger und die Lieder werden kalt und still. Der Teufelskreis wird
Wolf, ich bin außer mir, man hat mich informiert. Du hast Journalist gespielt und gegen mich agiert. Alles Lüge! Streit nicht ab, was nachgewiesen ist. Heißt das, Sie bespitzeln mich? Den eigenen Sohn? Du misch dich in die Politik. Mit allem Recht. Doch ohne Kenntnis und Geschick. Aber nicht so schlecht. Du setzt dich für die Ungarn ein. So wie Mama. Sprich nicht von deiner Mutter. Warum denn nicht? Sie denkt so wie ich. Darum hat sie sie verlassen. Das ist nicht wahr. Sie wollen nicht sehen, dass sie aus Angst die Zukunft verpassen. So denkst du nur, weil du nichts verstehst. Doch, doch, ich verstehe ihren Altersstarrsinn. Opfern sie uns und das schwankende Reich. Was fällt dir ein? Sie wollen bewahren, jedoch was sie ernten ist Hass. Nicht weiter. Eine Demonstration, Signore. Nationalisten, Antisemiten, hä? Anhänger von Schönere. Non c'è niente da fare. Massengewalt, denen die nicht sind wie wir und die sich breit machen hier, jagt sie davon. Mit Sozialisten und Pazifisten fangen wir nicht mehr lang. Die Jugendschreiber. Zieh Kerkern unseren Führer ein! Pfui. Der Richter muss ein Jude sein! Ein Schwein! Die Juden schützt ein hoher Herr! Wer? Prinz Rudolf! Pfui! Judenknecht! Empörend! Was ist das? Der Fortschritt, Katzone! Das 20. Jahrhundert! Es schreitet aus! Unverkennbar! Hassengewalt! Gegen die nicht sind wie wir! Und sie sich breit machen hier! Jagt sie davon! Mit Judenweibern! Die Kaiserin verhöhnt den deutschen Geist! Nieder mit den Ungarn! Der Zweite ist unser Mann! Wisst ihr das Neueste von der Kaiserin? Was? Sie sammelt Geld in ihrem Eigensinn. Für wen? Für Heinrich Heine will sie hier in Wien. Was? Ein Denkmal bauen! Zwei! Frechheit! Reinheit und Stärke! Christliche Werte! Schluss mit dem Volksverrat! Sie haben eine Vorliebe für ihren Häuser! Verwandte Seele, wer du bist. Ich erwarte dich, Heinrich Heine. Bleib bei mir, enttäusch mich nicht. Komm und diktier mir noch ein Gedicht. Ich hab Feder und Papier, wie stets bereit gelegt. Vater, du bist es, ich erkenn dich. Träumen und Gedichte schreiben oder reiten mit dem Wind. Ich wollte mal so sein wie du. Warum sprichst du mit dem Tod? Das gefällt mir.
was soll ich denn mit den Lebenden noch reden? Du bist bitter und bereit. Sie haben mich zur Kaiserin dressiert. Um mich selber einzuschließen, musstest du dich nicht befreien. Mich ekelt alles an. Man muss sich bemühen, glücklich zu sein. Wozu sich selbst belügen? Was niemals aufgegeben, niemals. Vielleicht, weil ich noch nichts wusste von den Menschen. Wolltest leben ohne Züge und Tabu. Das ist wahr, Leben frei wie ein Zigeuner mit der Zither unterm Arm. Nun ist es zu spät, jetzt bin ich aus Stein. Nie werde ich so sein wie du. Oft hab ich gewartet, dass du mit mir sprichst. Wie hoffte ich, dass du endlich das Schweigen brichst. Doch dich erschreckt, wie ähnlich wir beide uns sind. So überflüssig, so überdrüssig der Welt, die zu sterben beginnt. Wenn ich dein Spiegel wär, dann würdest du dich in mir sehen, dann fiel's dir nicht so schwer, was ich nicht sage, zu verstehen. Bis du dich umdrehst, weil du dich zu gut in mir erkennst. Du ziehst mich an und lässt mich doch niemals zu dir. Seh ich dich an, weicht dein Blick immer aus vor mir. Wir sind uns fremd und sind uns zutiefst verwandt. Ich geb dir Zeichen, will dich erreichen, doch zwischen uns steht eine Wand. Wenn ich dein Spiegel wär, dann würdest du dich in mir sehen, dann fiel's dir nicht so schwer, was ich nicht sage, zu verstehen. Was soll die Störung? Was gibt's? Was willst du hier? Mama, ich brauch dich. Ich komm in höchster Not. Fühl mich gefangen und umstellt, von der Gefahr bedroht, entehrt zu sein vor aller Welt. Nur dir alleine kann ich anvertrauen, worum es geht. Ich seh keinen Ausweg mehr, erfahren. Du und ihr sind mir eine Qual. Ich krank, mein Leben leer, und um dieser Ehe des Kanal. Nur wenn du für mich beim Kaiser bittest, ist es noch nicht zu spät. Dem Kaiser bin ich längst entglitten.
hab alle Fesseln durchgeschnitten. Ich bitte nie, ich tu's auch nicht für dich. Also lässt du mich im Stich. Hörst du? Hörst du mich rufen? Du warst wie ich, du hast mich gebraucht. Ich ließ dich im Stich, um mich zu befreien. Wie kannst du mir je verzeihen? Ich hab versagt, ich trag die Schuld. Könnte ich nur einmal dich noch umarmen und dich beschützen vor dieser Welt. Doch es ist zu spät, sie schließen dich ein. Beide bleiben. Erlöse mich! Zu spät!
ich will dich nicht, nicht so, ich brauch dich nicht. Mein neues Sortiment geht weg wie warme Semmeln, eine starke Kollektion. Vor allem diese Bilder der schmerzensreichen Mutter am Sarg von ihrem Sohn. Das rührt doch jedes Herz, da schaudert man und denkt voll Sympathie. Die Großen trifft es auch, Gott sei Dank sind wir nicht reich und mächtig und erhöht wie die. Denn wer nicht ist wie alle, dem wird die Zeit vergelt. Das ist höchstlich unmoralisch, so wie es euch der Welt geht. Die Kaiserin indes reist immer noch umher. Sie hungert, rennt und schweigt. Und ab und zu fährt ihr der Kaiser hinterher, weil er zur Selbstbestrafung neigt. Und ist sie, wenn er kommt, noch da und nicht schon wieder auf der Flucht? Dann gibt's ein Rendezvous in milder Vollmondnacht mit Blick auf die Bucht. Du weißt, warum ich gekommen bin? Nein, aber ich ahne es. Komm heim, Sissy. Wir gehören zusammen. Ich glaube immer noch daran. Ich liebe dich. Und Liebe, sagt man, kann alle Wunden heilen. Liebe kann vieles, doch manchmal ist Liebe nicht genug. Glaube ist stark, doch manchmal ist Glaube selbst Betrug. Wir wollten Wunder, doch sie sind nicht geschehen. Es wird Zeit, dass wir uns endlich eingestehen. Wir sind wie zwei Boote in der Nacht. Jedes hat sein eigenes Ziel und seine liegt nicht in unserem Mann. Du möchtest alles, doch manchmal ist wenig schon sehr viel. Dein Traum ist mir zu klein, sich nah zu sein im Dunkeln. Genügt das nicht als Ziel? Ich will nicht dein Schatten sein. Könntest du einmal nur durch meine Augen sehen? Dann würdest du mich nicht länger mehr.
oft fällt der Abschied uns schwer. Warum wird uns das Glück so schwer gemacht? Verstehe, wir sind zwei. Ich brauch dich, ich liebe dich. Kannst du nicht bei mir sein? Jedes Stück. Warum sind wir allein? Wir begegnen uns auf dem Meer und sind mehr allein als vorher. Warum wird uns das Glück so schwer gemacht? Ich liebe dich. Begreif doch, was nicht sein kann, kann nicht sein. Echo! Die Welt ist ein Schiff und das Schiff geht unter. Darf ich vorstellen? Maximilian von Habsburg, Elisabeth Schwager, Kaiser von Mexiko, von Revolutionären erschossen. Uno, due, feier! Maria von Wittelsbach, Elisabeth Schwester, Königin von Neapel, verrückt geworden. König Ludwig von Bayern, Elisabeth Cousin, dem Wahnsinn verfallen und ertrunken. Die Herzogin von Alençon, Elisabeth Schwester, von Feuer erfasst und verbrannt. Asche zu Asche! Alle Fragen sind gestellt und alle Phasen eingehüllt. Wir sind die Letzten einer Welt, aus der es deinen Ausweg gibt. Denn alle Sünden sind gewahrt, die Tugenden sind einstudiert und alle Flüche sind gesagt. Josef, Kaiser von Österreich! Was ist das hier? Ein Irrenhaus! Ihr sichertes Schiff, Majestät! Sagen Sie mich nicht! Es ist doch hier ein Traum! Wo ist die Kaiserin? Elisabeth, meine Elisabeth! Meine Elisabeth! Sie gehört mir! Sie liebt mich! Schluss mit dem Unsinn! Es ist doch hier ein Traum! Ich gab ihr mein Leben! Ein seliges Geschenk! Gehalt und Sicherheit! Und Glanz! Der letzte Augenblick ist nah. Du willst sie mir entreißen. Ich erlöse sie wieder mit diesen Pfeilen. Mörder! Hey, Lucchini! Es ist doch sofort! Ich befehle es Ihnen! Prinzen von Orléans ermorden, aber er kam nicht. Wieso dann die Kaiserin Elisabeth? Die Journale! Ich las, dass sie gerade in der Stadt war. Wann war das? Am 10. September 1898. Giorno bellissimo. Ein sonniger Tag. Thank you.
Sie stirbt! Sie stirbt! Mich nicht warten. Mach die Nacht zum Morgen, lass mich befreit sein und geborgen durch die Erinnerung in mir aus. Gib meiner Seele ein Zuhause. Lass die Welt versinken, ich will mit dir im Nichts ertrinken, mit dir als Feuer auferstehen und in der Ewigkeit will. Ich weinte, ich lachte, war mutlos und hoffte neu, doch was ich auch machte, mir selbst blieb ich immer treu.